Da sind wir bei unseren Freunden von der Hühnerboutique und machen da ein kleines Video. Ja, warum, kann ich euch erklären. Wir waren schon ein paar Mal hier, aber wir werden mit euch hier einen schönen Stream zeigen, so ein bisschen, was gibt es Neues und was passiert so über den Winter. Und das zeigen wir euch gleich mal, damit ihr ungefähr wisst, wo wir gerade sind. Ja, also wir befinden uns jetzt hier auf der Straße vom Barros Silveira, vom Melas Hotel und vom Crystal Sunrise. Und wenn ihr hier die Straße runtergeht, dann kommt ihr hier zur Üner Boutique. Und wir machen mit euch heute ein kleines Video. Wir zeigen euch ein bisschen, was ist passiert hier. Wir haben ein bisschen umgebaut und wir zeigen euch ein bisschen was von der Kollektion hier heute Abend. Ich hoffe, es gefällt euch ein bisschen. Und hier nebenan sind auch noch jede Menge andere Geschäfte, die zeigen wir noch ein andermal. Heute konzentrieren wir uns ein bisschen hier auf die Üner Boutique. Und ich hoffe, der Ton ist einigermaßen, dass es alles so klappt, dass ihr mich gut versteht. Das hoffe ich zumindest. Ja, und ich gehe mit euch mal so ein bisschen hier durch die Gegend und zeige euch ein bisschen was. Und ihr wisst, wir waren hier schon mal. Und das Schöne ist hier, jedes Jahr verändert sich ein bisschen was. Und dieses Jahr hat er ein bisschen umgebaut und ich gehe mal mit euch rein hier. Früher war das sehr eng und die haben hier einfach mal richtig Platz geschaffen. Und haben hier so ein bisschen umgebaut. Ja, und ich zeige euch mal hier so ein bisschen, was euch hier so erwartet. Ja, für Frauen und auch für Männer. Wir sind auch schon vorbereitet für die EM. Wenn er hier so ein bisschen um die Ecke geht, dann gibt es auch schon jede Menge Trikots. Ich habe gestern schon den ersten gezeigt. Die Auslage hier ruiniert. So, also, ja, jede Menge Trikots, wenn ihr wollt, also vom Deutschland-Trikot über alle Nationalmannschaften bis zum Basketball hier. Ne? Also bekommt ihr alles hier vorne, wenn ihr reingeht. Aber geht ruhig rein, das ist auf alle Fälle immer eine gute Sache. Und wir zeigen euch nochmal so ein paar Geheimverstecke. Ich bin heute schon gefragt worden, wie es aussieht. Und ihr seht das hier. Hier unten ist auch nochmal jede Menge passiert. Aber ihr seht, das Schöne ist, die haben ein bisschen Platz geschaffen hier. Ich fand es vorher auch gut hier, aber es war immer so ein bisschen beengt. Und wenn du hier mit mehreren Leuten drin warst, dann war das immer so, dass es hier ein bisschen eng wurde. Ja, und ich gehe mit euch mal ein bisschen rum. Dann könnt ihr ein bisschen gucken. Ja, wir gucken gerade ganz entspannt nebenbei Fußball. Ich weiß gar nicht, wer spielt. Und sowas könnt ihr dann hier erwarten. Philipp Plein, also jede Menge T-Shirts, Pullover, auf alle Fälle gut. Ja, und Tor, ja, hervorragend. Und viele Kinderklamotten, also auch für den Winter jetzt schon. Ja, und ihr seht, die haben jede Menge neue. Ja, hallo Holger, grüß dich. Ja, Modenschau geht gleich los, muss ich noch ein bisschen gedulden. Wir sind noch ein bisschen in der Vorbereitung. Ja, übrigens, ich kann nur sagen, ne, die schießen hier Tore in der Türkei, das macht Hamburg nicht. Ja, du weißt, was ich meine. Ja, und die haben ganz viele neue schicke Klamotten hier für Kiddies. Ja, sind wir jetzt gerade. Und ihr seht, also auch das ist eine gute Möglichkeit, hier mal einkaufen zu gehen. Ja, liebe Grüße an Holleborg. Ne? Ja, genau, vom Melas. Also, wenn du aus dem Melas rauskommst, 100 Meter die Straße runter nach rechts und dann bist du hier in der Ünal-Boutique. Ja, und ich zeige euch mal ein bisschen was, bevor wir unten loslegen, was so neu gekommen ist. Also, viele T-Shirts, die mir sehr auch so gut gefallen. Also, ich gehe jetzt einfach mal hier mit euch durch und zeige das mal, was es hier so an Auswahl gibt. Und das Schöne ist, die haben hier also alle Größen, die ihr euch vorstellen könnt. Und auch alle Farben, die ihr euch vorstellen könnt. Und da auf alle Fälle mal. Ah, okay. Ich denke, das war jetzt auf Hamburg bezogen, ja. Ich hoffe nicht auf die Unabhängigkeit. Ja, also die haben ja jede Menge Auswahl. Und das Schöne ist, ich habe das auch schon mal gezeigt, die haben hier unten jede Menge Größen noch liegen. Na, das heißt also, keine Angst. Die haben ja alles von, ich glaube, 2XL. Ne, oder 5XL ist, glaube ich, das größte, 6XL. Also, ihr müsst halt einfach mal fragen, aber ihr bekommt es hier wirklich in allen Variationen. Ja, und das ist also wirklich cool geworden hier. Ja, also schön hell jetzt mittlerweile und ganz, ganz viel Platz. Und
auf alle Fälle ein guter Shopping-Stop, wenn er mal hierher kommt. Von außen, die Leute fragen immer, wie komme ich da hin? Ja, also wenn ihr hier praktisch die Straße runterkommt, dann war früher hier ein Restaurant. Das haben sie jetzt mittlerweile abgerissen. Und es gibt jetzt hier neue Geschäfte, ja, ein Schuhgeschäft und ein Lebensmittelmarkt kommt hier noch hin. Also ich habe mal gesagt, orientiert euch ein bisschen im Restaurant hier. Ja, das gibt es nicht mehr. Aber ihr seht hier so einen großen Baum. Also das heißt, wenn ihr die Straße runterlauft, den großen Baum und dann nochmal so ja, 30 Meter, dann seid ihr ungefähr hier. Und ihr kennt es daran, die haben hier eine Riesenauslage auch außen. Ja, also hier sind nochmal die ganzen Pullover aufgebaut. Hosen jede Menge. Pullover in jeder Variation, T-Shirts. Also die gehen hier praktisch in diese Passage rein. Und da könnt ihr dann einfach mal reinmarschieren. Haben super nette Verkäufer hier. Also wir sagen das nicht, weil wir hier irgendwo Werbung für machen. Ja, sondern weil wir uns einfach wohlfühlen und weil wir gerne herkommen. Ja, deswegen zeigen wir die auch so gerne. Ja. Und machen das wirklich gerne. Ja. Ja. Ja, der Bühne ist gerade ein bisschen sauer. Ich weiß nicht gerade, was er hat. Ja. Also, ne, wirklich eine riesen Auswahl und geht wirklich mal rein und guckt es euch mal an. Und jetzt gehen wir so ein bisschen über in den Keller. Ja, die Leute denken immer, das ist nur hier oben dieser eine Raum. Nein, das ist es nicht. Wir haben das schon mal gezeigt. Du kannst hier nochmal ganz getrost nochmal runtergehen. Ja, ich muss mal immer zwischendurch mal gucken, ob er schon bereit ist. Ne? Er schnauft schon die Nase. Ja, also ist immer ein gutes Zeichen. Ist ja gerade in Action. Und wir gehen mit euch mal. Achso, ja, wollte ich vielleicht vorher erklären. Also wenn ihr im Geschäft drin seid, ja, dann ist hier unten ein Keller. Und das ist kein Lagerraum, sondern da könnt ihr ganz normal runterlaufen. Ja, und dann habt ihr die netten Verkäufer hier, wie den Mehmet zum Beispiel. Ja, moin zusammen. Ja, ne, also der Mehmet, der guckt da gerade nicht. Hallo Mehmet. Ja, Mehmet will ich nicht sprechen. Okay, gehen wir runter. Einfach die Treppe runter. Und auch hier haben sie nochmal richtig ausgebaut. Seht ihr gleich. Ja, hier waren. Mittlerweile kannst du hier die gesamte Kollektion hier angucken. Und wir kommen gleich nochmal im Detail darauf, was es alles gibt. Ja, aber die haben auch hier nochmal Platz geschaffen und auch ein bisschen Licht reingemacht. Ja, also ihr kriegt ja alles für Herren, Damen, was ihr euch vorstellen könnt. Genau. Bühnen fragt gerade, ob wir live sind. Ja, wir sind live. Ja. Du musst jetzt Gas geben, wir sind 114 Zuschauer. Nein, war ein Scherz. Das war schön. Ich laufe mit euch ein bisschen durch hier, bevor fertig ist. Und dann könnt ihr ein bisschen gucken. Also die haben jetzt einfach hier die ganzen Wände rausgenommen, sodass es hier wirklich schön luftig ist. Ja, dass man hier wirklich einfach auch sieht, wo der Partner vielleicht mal geblieben ist, wenn er gerade was sucht. Und die haben ja wirklich eine riesen Auswahl über alle Marken. Ihr wisst es in der Türkei, es wird viel nachgemacht, aber es ist Qualitätsware hier aus Ankara. Das ist kein chinesisches Billigkram. Das hatten wir auch schon ein paar Mal gesagt. Und deswegen könnt ihr euch hier wirklich wohlfühlen. Ja, und hier gibt es also alles für Frühling, Herbst und Winter. Und wir zeigen euch gleich mal so ein bisschen was, ein bisschen im Detail. Ja, ich bin einfach mal kurz hier rum. Und der hat jetzt auch eine schöne Ecke gemacht hier. Ja, und zwar früher, vielleicht kennt ihr das aus den Hosen heraus. Ja. Ja. Haben wir alles für heute? Ja. Von ganz Shisha hast du gerade, ne? Ja, also vorher war das hier so die Hosenecke hier hinten und dann konntest du hier so ein bisschen nach Hosen stöbern. Aber auch hier haben sie jetzt praktisch die Wand aufgerissen, haben das Ganze hier ein bisschen größer gemacht. Und ihr habt jetzt hier wirklich die Auswahl von Hemden, Pullover etc. Und auch hier laufe ich mal so ein bisschen mit euch rum, dass ihr mal seht, was es hier so gibt. Ja, auch wieder Pullover dazu. Und was cool ist, ja, also auch für die Männer, ja, wenn eure Frauen shoppen gehen, ihr könnt das ganz entspannt hier eine auf die Bank setzen, euch einen Kaffee reichen lassen. Ja, ihr seht meine Frau, die wartet schon, ja, die nimmt jetzt mal die Mannposition heute ein. Ja, und nur heute, genau. Na, die zeigt euch aber gleich noch ein bisschen was, also seid noch gespannt, bleibt noch dran, also das Video ist noch nicht zu Ende.
Wir machen gleich noch ein bisschen Modenschau mit euch und zeigen euch ein bisschen was aus der neuen Kollektion. Ja, auf alle Fälle interessant, denke ich. Tanja, ich soll dich grüßen von Holger. Ja, ich habe ihn schon gefragt, wie Hamburg gespielt hat, aber da wollte er jetzt irgendwie nicht drauf antworten. Holger, hast du gehört? Ja, ich soll dich nicht ärgern. Na. So, hier kommt nämlich noch ein bisschen was dazu. Ja, die sind noch nicht ganz fertig mit dem Umbau, aber ich kann schon mal so einen kleinen Peek zeigen. Die Damenabteilung wird noch mal ein bisschen erweitert und die hat da schon so einen kleinen Ausblick für euch. Also, ich glaube, es ist Gucci, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, also sowas erwartet euch dann hier. Ja, oder solche Modelle. Und natürlich auch für Männer. Also wir zeigen nicht nur für Frauen, sondern wir zeigen auch noch Männer. Könnt ihr euch ein bisschen drauf freuen. Aber ich glaube, Bülent hat gerade ein bisschen Stress. Ja, und gibt auch schöne Hosen. Wir zeigen es euch mal angezogen. Finde ich mal ganz wichtig. Wenn es auf dem Kleiderbügel hängt, ist es immer eine Sache, wenn man es ein bisschen live sieht, dann ist es eine andere Sache. Ja, und wir haben heute auch extra ne, Heidi Klum aktiviert, da sitzt sie. Ja, und die zeigt euch gleich ein bisschen was. Und der Bülent wird auch gleich noch ein bisschen was zeigen. Also seid gespannt. Ja, meine Frau freut sich schon ganz da drauf. Ja, man sieht das. Ja, am Gesicht. Sie schüttelt mit dem Kopf, aber ne, der Bülent hat sie überredet, das zu machen. Und das werden wir auch tun. Und in der Zwischenzeit vertreibe ich euch ein bisschen kurz die Zeit hier, dass wir loslegen können. Ne, gehe mit euch nochmal durch die Winterabteilung. Ja, ich habe gehört, in Deutschland schneit's. Also ich hoffe, ihr habt die Winterklamotten noch nicht eingepackt. Ja, ansonsten, wenn es noch notwendig ist, also hier kriegt ihr noch ein bisschen Nachschub. Und der hat ja wirklich eine große Auswahl an Jacken, Pullover etc. Ist auch ein guter Tipp. Also ich habe es vorhin gesagt, diese Ware kommt aus Ankara. Das ist keine chinesische Billigware, sondern auch die ganzen Modehersteller, die lassen hier größtenteils in der Türkei fertigen. Und die Ware ist eigentlich dieselbe, die ihr in Deutschland auch kriegt. Es ist Fake-Ware, ja klar, ne, aber die produzieren also praktisch dieselbe Ware für den Markt in Deutschland als auch hier für den Markt in der Türkei oder auch in anderen Ländern. Aber nehmt einfach mal die Qualität in die Hand. Wir zeigen gleich noch ein bisschen was dazu und ihr werdet zufrieden sein. Also wir besuchen diese Boutique jetzt hier seit, ja, ich würde sagen 6 Jahren ungefähr. Sind hier durch Zufall mal reingestöbert und hier auch so ein bisschen hängen geblieben. Das ist so ähnlich, ja, so ein bisschen wie das Mädels Hotel. Ja, wenn du dich wohlfühlst und wenn du weißt, du kriegst gute Ware, ja, dann kommst du halt immer wieder. Gibt viele Anbieter in der Türkei hier, also na, das will ich nicht in Abrede stellen, aber die haben wirklich eine sehr gute Qualität hier und deswegen kommen wir gerne auch wieder hierher. Und lass uns von Bülent auch mal beraten. Der hat echt ein Auge für jede Größe. Würde ich gern tun. Das Sunrise Queen ist gerade eine Baustelle. Ja, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben vorhin gerade festgestellt, die bauen gerade auf dem Dach da. Also wir wissen nicht ganz, ob sie anbauen oder abbauen. Das sieht eher nach Abbauen aus. Ich kann es aber auch mal zeigen. Ihr könnt auch mal in meinen Kanal reingucken. Ich habe am Donnerstag, glaube ich, das erste Video gedreht am Strand. Und da habe ich auch ein bisschen was zu gesagt, aber ich kann noch mal, wenn ihr Lust habt, auch noch mal einen extra Bericht über das Sunrise Queen machen. Es hat noch mal der Besitzer gewechselt und jetzt sind sie kräftig am Bauen. Das sieht man also auch vom Strand her und da wird fleißig gehämmert und geklopft. Und aber gerne dranbleiben, komme ich bestimmt noch mal drauf zurück die Woche, dass wir da noch mal einen Bericht drehen und euch so ein bisschen was zeigen. Ne? Also wir haben vorhin durch Zufall, wo wir aus dem Hotel rausgestolpert sind, haben wir es gerade gesehen, das Dach wird gerade abgebaut. Ja, also so sieht es zumindest aus. Und ich glaube auch nicht, dass die Saison aufmachen. Also zumindest von der Baustelle wollte ich das eher nicht vermuten. Aber mal abwarten, wenn ich da nähere Informationen habe. Nee, also das glaube ich definitiv nicht. 26.04., also das wäre morgen, ja, und so wie die Baustelle, also gestern noch aussah, wir sind gestern Morgen nach Kumke runtergegangen,
kann ich mir das vom besten Willen nicht vorstellen, dass die tatsächlich öffnen. Also da liegt ganz viel Bauschutt drin. Also ich kann nachher, wenn ich zurückgehe, zeige ich euch vielleicht mal die Einfahrt. Also kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass die morgen eröffnen. Ja. Na, also da müssen die jetzt wirklich nochmal 300 Leute da reinschicken, ja, und dann nochmal ein bisschen bauen. Also vielleicht machen sie so eine Teileröffnung, aber weder der Pool noch der Garten, noch das Hotel selber, sieht im Moment aus, als wenn die irgendwo in der Nähe einer Öffnung sind. Ne? Also wir haben es gestern, ne, gerade uns angeguckt, wo nach Kumpke runtergelaufen sind. Also bei aller Liebe. Ich glaube nicht, dass sie den 26.04. halten können. Ja. Ihr könnt meine Frau fragen, also ne, sitzt ja neben mir. Also glaube ich nicht, Kommt nicht mehr weiter. dass die da bis morgen das wirklich schaffen. Der Ne? 26. ist Freitag. Ist Freitag, ne? Aber Tim, sag mal, würdest du sagen, dass es offen hat, was wir vorhin gesehen haben? Nee, ne? Ja, also sie schüttelt auf dem Kopf. Also wir glauben es eher Aber nicht. man weiß es nicht. Ja. Ne? So, alles wartet auf Bülent. Ja, wo ist er? Ne? Ich glaube, ne? Also wie gesagt, hier kommt die Treppe runter und hier war vorher auch alles zu. Ja, und das haben die jetzt alles eröffnet hier. Und ist wirklich schön geworden. Sind noch nicht ganz fertig, aber auf alle Fälle schön Licht. Ja, ne? Abends ist hier der Keller klimatisiert. Also wenn ihr im Sommer kommt, also auch im Hochsommer, dann habt ihr hier wirklich die Möglichkeit und die haben auch Umkleidekabinen hier. Ne? Also zwei Stück hier und ihr könnt da also ganz getrost ausprobieren. Und das ist etwas, was wir hier genießen. Also du hast hier überhaupt keinen Stress. Ja, ihr seht, wir sind ja unten im Keller ganz alleine. Also nicht, ne, weil wir die Verkäufer nicht kennen, sondern einfach, du kannst hier ganz in Ruhe durchstöbern und kannst dir einfach ein bisschen dir alles mal anschauen, anprobieren. Und das macht auch. Also ist ganz, ganz Super wichtig. cool. Ja, nehmt die Ware in die Hand und na, probiert sie aus. Ja, und alles, Einen schönen guten Abend, alles zusammen. alles, was er glaubt, was er nicht findet, ja, da fragt er den jungen Mann hier. Ja, das ist der Bülent. Und ich gebe ihm mal das Mikrofon, dann kann er nicht was Danke, erzählen. danke. So, Frau ruft auch an, jetzt muss ich. Video überschlagen. Schöne, schöne. Gelecek Kanka, oraya ben sordum ben de olmak ne üzere yapıyorsun. Essen ist fertig, aber komm nach Hause. Evet oraya gelecek işte. Ja. Tamam işte o yarın Yemek gelmiş. ye. Hatta güzel. Tamam hadi görüşürüz bakalım. Hadi bay bay. Wenn Ja. Chef, wenn Chefin anruft, so soll das sein. Ja. Bin ich hab gerade gesagt, ne? Deine Frau hat gesagt, Essen ist fertig, du musst nach Hause kommen. Ja, normalerweise, Wenn du aber okay weißt du so, bist. wer muss arbeiten, wenn arbeiten muss, leider geht nicht. Hast du schon ein bisschen gezeigt, Bisschen Sven? gezeigt, aber kannst Ja, du ein bisschen was erzählen? Also erzähl natürlich. mal ein bisschen was. Zum Beispiel Ja. bei Frauenseite fangen wir dieses Mal an. Immer bei, nicht bei Männerseite. So eins als für Frauen haben wir auch sehr schöne Jacken, auch mit Rock zusammenpassender. Und dieses Jahr habe ich schon gehört, Deutschland kalt gewesen. Deswegen habe ich auch dicke und lange Pullover. Richtig, auch geil. Natürlich Trenchcoat haben wir ganz neu gemacht. Auch für Frauen wieder. Ein paar verschiedene Modelle. Und für jede Arsch passende Hosen. Boah, ja, selbst für mich als Arscher, also selbst ich kriege hier eine Hose, also ne, alles Und super. die Sven haben mir dieses Jahr auch einen Sitzplatz gemacht, wie wo Tanja gesessen hat. Auch gut aus. Und haben wir diese Seite, bei Jeans-Seite, haben wir auch eine ganz neue Ecke aufgemacht. Wenn man hier, Bülent, schau du musst hier. dazu sagen, ne? Also wenn die Frauen einkaufen, ja, werden hier die Männer geparkt, Ja, ja, und genau wenn die Männer deswegen habe ich. einkaufen, werden hier die Frauen geparkt, ne? Genau, Also, genau, ja. genau. Da habe ich genau so gedacht. Ja, die werden schon immer mehr Weißt Männer du auch da selber, diese Ecke war zu. Haben wir dieses Jahr schon geöffnet. Haben wir auch natürlich ein paar mehr Modelle. Zum Beispiel auch für Männer schicke Sachen. Auch dieses Jahr. Passende Hose gibt es dazu, zum okay. Beispiel. Da kannst du auch einmal zeigen. Zum Beispiel gibt es mit diesem Jacke. Du musst mich ein bisschen führen, ich habe davon gar Genau. keine Ahnung, ich weiß nur Das noch. ist die neue Ah, okay, das Hugo-Jacke gehört und dazu. passende Hose dazu. Aha. Sieht auch richtig gut aus. Und Strickjacke
Stricksachen habe ich dieses Jahr viel mehr. Strickjacken, Strickpullover. Für Männer und auch für Frauen natürlich. Sind, ja, also hier kommt keiner zu kurz. Man muss nur ein bisschen mehr Zeit haben bei mir. Weißt du, das ist, Warum? weil so große Geschäft und haben wir wirklich so viele verschiedene Modelle, dass man auch alles ein bisschen sehen kann. Erst einmal kann man vielleicht nicht, aber kann man auch ein bisschen runter machen, anschauen und nächste Tage nochmal kommen, dann zuschlagen. So soll das sein. Genau, so ist es auch. So ist das auch Genau, wirklich. also ihr könnt euch das ausruhen, ihr guckt euch das ganz in Ruhe an und Bei mir wirklich ja. nie aufdringlich. Genau, das Nie. stimmt, das stimmt. Egal, ob ich hier bin oder anderer Kollege. Das ist unserem, das haben wir auch von euch gelernt, von deutschen Leuten. Wenn wir auch Ruhe lassen, kaufen sie immer mehr ein. Und das ist bei mir immer so. Kann man auch natürlich Das stimmt, mit also ich sehe Getränke das bei auch meiner Frau. richtig bei mir Ja. sehr gut Ja. einkaufen, alles Mögliche. Und andere Seite zeigen wir auch gleich, auch für deutsches Wetter wieder. Warte, warte, bevor du was anderes zeigst, sag Ja. mal ein bisschen was über die Qualität. Also Das ist das Wichtigste. genau. Sven, mache ich mal so. Du kannst auch selbst einmal anfassen, bitte. Weil bei schwarzen Sachen, wenn so glatter Stoff, wenn du ein paar Mal wäschst, das wird grau. Aber das ist innen drin auch nicht fuselt, auch Ah, leicht gefüttert. okay. Aber wenn du auch Minimum 1000 Mal wäschst, egal, das bleibt schwarz. Bei schwarz musst du richtig aufpassen. Auch Okay. bei Jeanshosen. Ganz schwarze Hose, kannst du 10 Mal waschen, wird etwas grauliches. Dafür haben wir diese Stoffe gefunden. Sehr Und gut. das habe ich Ja. auch selber getragen. Optimal. Richtig optimal. Und habe ich auch Minimum sage ich, 7, 8 Mal schon gewaschen. Und sieht immer noch ganz schwarz aus. Deswegen Stoff. Und bei Frauen zum Beispiel Stricksachen. Dieses Jahr habe ich Baumwolle auch, aber habe ich gemischt auch Viskose mit Baumwolle. Ganz weich. Kannst du auch selbst einmal anfassen, weil das ist richtig für Frauen Ja, super. Hammer. Ja. Und Fühlt sich gut an. Ja, also. bei Ja. Stricksachen auch, wenn du ein paar Mal wäschst, das fuselt immer hier so. Ja. Musst du Ja. entweder rasieren lassen oder so. Deswegen habe ich diesen Stoff auch wieder getauscht. Genau. Also, wenn du die Frau rasieren musst, ist aber schlecht. Also, du meinst den Ja, Pullover meine ich doch. Pullover, Sven, das gehört so sein. Das gehört dazu. Und auch als Pullover haben wir dieses Jahr normalerweise nur so Baumwolle haben wir. Und jetzt haben wir Piki-Stoff. Piki und innen drin auch wieder ganz leicht gefüttert. Das ist auch ganz neuer Stoff. Für Männer gibt es auch Frauensachen, sowas. Hemden kannst du einfach mal so zeigen, bitte. Weil da gibt es 1000 Modelle. Aber dieses Jahr, dieses Hemd ist ganz vorne. Wie Lein. Und keine Kragen. Ganz leicht zum Tragen. Braucht man nicht bügeln. Frauenfreundlich. Genau richtig. Richtig, frauenfreundlich. Aber wenn Männer bügeln müssen, dann männerfreundlich. Ja, aber du weißt, ne? Also wenn die Frau sauer ist, ne, dann ist Ja, es besser, wenn hast recht, hast recht. Das ist total vorne dieses Jahr zum Beispiel. Einfarbiges Hemd auch ganz viel da. Dieses Jahr haben wir ein bisschen mehr gemacht für Männer. Gleich zeige ich auch eine Jacke von Stone Island. Das ziehe ich auch an. Dann kannst du mal sehen bei mir, wie das aussieht. Ist einfach mal eine grüne an zum Beispiel. Das passende Hose gibt es auch. Die sieht auch richtig gut aus, wenn man mit Hose zusammen anzieht. Tanja, du siehst auch gleich eine schöne Sache an. Zeigen wir das auch noch. Das ist eine Jacke mit Elastan drin. Mit was? Mit bisschen Elastan drin, dass man sehr Elastik, gut ja, okay. bewegen können, Ja, weißt ja. du? Ja. Genau. Boah, Natürlich dann mit sind die Hemd ganzen sieht. 18 Modelle, Genau, das also wächst mit. Gibt die es hier Ton-zu-Ton-Sponge von Stone Island. Siehst du? Aber Ersatz haben wir auch Ah, cool. innen drin, wenn man das auch will. Weil beide gibt es. Original, da habe ich auch beide reingemacht. Und dann. Wenn du willst, kann man das so machen. Entweder Kombi mit. Genau. Kombi mit Grün zu Grün. Oder
Schwarze Hose, grüne Jacke oder schwarze Jacke. Das sieht auch gut aus, haben wir gedacht. Aber die sieht aber wirklich, Renner, richtig, ganz, ganz toll. Und in Deutschland leider etwas teuer. Etwas mehr teuer. Ja, das ist Hose von Max, genau, das er gekauft hat. Und weißt du, weiß er auch die Qualität, ja. Genau. Diesmal dritte nicht. Gut für mich, aber für Papa schlecht, genau. Und diese Stapel Gino Hose und Joker Hose und Leinenhose, zum Beispiel Leinenhose. Dazu passende Hemden habe ich auch noch. Ja, dazu passende Hemden habe ich auch noch. Und habe ich natürlich dieses Jahr, wie ich gemeint habe, Jokerhose. Wie Jogginghose, aber kannst du auch schick tragen. Kannst du auch alles, wie man mal mögen, weißt du. Und Ginohose habe ich auch. Dieses Jahr habe ich ein bisschen mehr sowas, weil viele arbeiten auch natürlich im Büro, sowas brauchen ganz viel. Ich bin seit 3 Jahren im Homeoffice, Mensch. Homeoffice? Ja, ja. Oh, das ist gut. Ich ziehe leider die Jacke aus, weil mir ist warm geworden hier unten. Dann zeigen wir diese Seite auch einmal, bitte Sven. Zum Beispiel, Sven, haben wir dieses Jahr auch ein bisschen Angebot gemacht. Das habe ich noch nicht geschrieben, aber das mache ich noch. Hier Steppjacke, eine paar sogar Daunenjacke auch dabei. Hier habe ich 50 Euro gemacht. Das schreibe ich ab morgen. Diese Stapel und diese Stapel wird 50 Euro. Manche Sachen wird Angebot auch zurzeit bei mir zum Schnellverkaufen. Hier mache ich auch wieder neue Sachen und so weiter. Deswegen, auf der anderen Seite habe ich noch eine Stapel für Frauen. Da habe ich auch Angebot gemacht. Kannst du auch zeigen, gibt es Moncler. Ja, genau. Entschuldigung. Gibt es Moncler, gibt es alles Mögliche. Philipp Lein. Guck mal eine raus, dann sieht man mal. Ja, mache ich auch. Ja. Mach ich. Gibt es auch so Moncler. Ja, guck mal. Ne? Ja, Einzel und von Wellenstein gibt es auch noch. Hier. Oh, super. Schöne Jacken. Ja. Kostet alles 40 Euro hier. Okay. Sehr gutes Angebot habe ich gemacht. Ja. Wenn Sie schnell kommen, können Sie nehmen. Wenn nicht, vielleicht wird es schon fertig, weil ab morgen mache ich das diese Angebot. Genau. Also was weg ist, kostet das ja, so ist das. Und als Winterjacke wirklich alles Mögliche kann man bei mir finden. Weil auch im Sommer bei 50 Grad können Sie unten kommen. Unten wird sowieso Klimaanlage an und kann man auch richtig ganz ruhig auch Jacken probieren. Ja, warte mal ganz kurz, Bülent. Ja, genau, wenn du vom, was habe ich jetzt gelesen? Warte mal, halt. Vom Thalia, genau, du gehst die Straße einfach, die Hauptstraße weiter Richtung Ziele. Ja, und dann siehst du, auf der linken Seite ist das Melas Hotel, das Semera Hotel. Ja, und von da aus nochmal so 100 Meter runter. Ja, genau. Und dann seid ihr hier bei der Hühner Boutique. Genau. Ja, genau. Auf der Ecke bin ich. Ja, alles gut. Manchmal schreiben sie auch da, ne? Ja. Und diese Seite habe ich auch klassische Sweatshirt-Jacken, Sweatshirt-Plover. Das habe ich natürlich seit langem verkaufe ich, aber jedes Jahr wird natürlich das Modell etwas anderes. Farbe kommt, viele. Ja, dazu haben wir ganz viele Stammgäste auch. Jedes Jahr kommen sie extra davon. Genau. Und dazu passende Hosen habe ich auch diese Seite. Ja, also geht weiter. Ja, ihr seht also, hier ist alles Ton in Ton, wenn ihr wollt. Ja. Muss auch sein. Genau. Muss auch zum Auge richtig passen. Und Übergangsjacke natürlich auch für Deutschland. Ja. Dieses Jahr so viel Regen gehabt, glaube ich. Das passt sehr gut, weil Softshelljacke. Ja, warte, ich muss kurz übersetzen. Also für Männer ist es eine Jacke. Ja. Die könnt ihr mal Regen tragen. Ja, Übergangsjacke gibt es nur für Frauen. Genau. genau gleiche, was du hier gerade gezeigt hast, habe ich auch für Frauen natürlich. Okay. Was du alles Mögliche. Ja, zeig richtig. Also es ist eine Riesenauswahl. Ja, und.
erzähl mal ein bisschen, was wo du deine Waren herkriegst oder worauf du achtest, Ich wenn du einkaufst. gehe extra Istanbul, Winter manchmal ein Monat, manchmal 2, 3 Wochen gehe ich mal Istanbul. Ich habe eigene Fabrik seit über 20 Jahren. Nicht selber, aber ich lasse bei ihm immer die Sachen. Ich will das haben und die haben. Und dann machen sie extra für mich das so. So funktioniert bei mir. Aber seit über 20 Jahren schon. Weil gleiche Hersteller, gleiche Material, immer selber. Deswegen bei mir, weißt du auch selber, es werden so viele Stammgäste und sie waren bis jetzt immer zufrieden. Das ist auch wichtig für mich. Super, dass du es erwähnst. Also, Ja. das ist etwas, was den Laden hier auszeichnet. Also, du hast ganz, ganz viele Stammgäste und wir sehen das immer wieder, wenn wir herkommen. Ja, und wenn ihr Eben. einmal hier wart, dann kommt ihr auch wieder. Und deswegen zeigen wir auch so gerne diesen Das Laden ist hier. das Wort zurzeit. Genau. Wenn einmal bei mir kommen, kommen immer wieder. So Genau. ist das auch. Zeigen wir diese Seite, Sven, noch Gerne, gerne, gerne. Kuschelsachen haben wir dieses Jahr noch. Das haben wir ein paar Jahre nicht gehabt, aber dieses Jahr haben wir sowas von Nike, auch mehrere Marken. Das ist auch warm, richtig warme Das ist Sachen. von Teddy, ja? Ja, So, Teddy, ja. ja, genau. Teddy Ja, Jacke. ja. Ja, Pullover und Jacke, beides gibt's. Fühlt sich ganz weich an. Ganz weich. Gibt es für Frauen und für Männer. Etwas oversize-mäßig, aber hält super, super warm. Richtig warm. Oversize ist ein gutes Stichwort. Welche Größen hast du eigentlich hier in dem Laden? Oversize ist zurzeit etwas in geworden, bisschen locker. Etwas auch die Schulter bisschen runter, weißt du. Und wenn man das anhat, ein bisschen lockerer, richtig locker sitzen. Das ist die Oversize. Und viele mögen zurzeit, auch die jüngeren Leute, auch als Frauen, als Männer, alles. Alle zurzeit mögen gerne ein bisschen locker tragen. Okay. Deswegen Oversize sagen wir. Ja, aber kommen wir noch auf die Größen zurück. Du hast von S bis Ach so, Entschuldigung, das habe ich nicht verstanden. alles gut, Deswegen das habe ich mir schon gedacht. viele, viele Sachen habe ich auch Übergröße. Ab S bis 8XL, 9XL habe ich viele Sachen sogar. 9XL. Auch, ja. Okay. Als T-Shirt und Wintersachen, Ja. auch noch Winterjacken, Okay. Hemden, Pollen, alles Mögliche. Also, ihr seht, also ne, nicht nur für Für, jeden Arsch gibt es eine Hose, sondern auch auch für jeder für jeden Körper Körper passender gibt es einen T-Shirt. Auch T-Shirt, genau. Pullover. Sven, hier unten haben wir, glaube ich, etwas gezeigt. Dann zeigen wir auch Sommersachen, Gerne, was wir gerne, haben. gerne, Weil gerne. alle Ja. denken nachher, ich habe nur Winterware, Nein, nein, aber nein, doch nein. nicht. Ja. Also, das war jetzt die warme Abteilung, jetzt gehen wir in die etwas luftigere. Genau. Ja, wir müssen uns Du um die Jacke. kannst schon langsam probieren. Ich komme gleich. Ich bringe die T-Shirt. Ja. Jetzt kommt Frauenseite. Dieses Jahr, wie ich gesagt habe, erst Frauensachen zeigen wir. Zeig erstmal diese Warte, Seite warte mit. ganz kurz. Ich Ja, habe gerade bitte. eine Frage, ob es das noch im Juni gibt. Also ich denke ja, aber ne, Ja, natürlich. du kannst es bestätigen. Also ihr kriegt hier die Ware das ganze Jahr. Ja, Ja, ganze Jahr, es ganze rückt Jahr immer habe wieder ich. mal was Neues dazu. Ja, wie ich Ja, gesagt habe, auch Wintersachen habe ich im genau. Sommer ganz Ja, viel. Weißt du, ja, pass auf. also. Diese Seite etwas Glitzersachen habe ich. Auch für Frauen. Das ist auch Viskose mit Baumwolle. Deswegen schwarz ist wichtig bei diesen Sachen und das wird auch nicht grau nach Waschen, weißt du? Wenn man das auf links wäscht, brauchst du auch keine Gedanken machen, das Glitzer zu abmachen. Ah, okay. Paar geht irgendwann weg, aber das sieht man kaum. Ja. Okay. Kannst du mal zeigen wegen Marken Ja, auch, warte, was ich warte. habe, bitte? Also, erzähl mal ein bisschen was. Philipp Klein habe ich gesehen. Genau, Louis Louis Vuitton. Vuitton und Das ist Guess habe ich noch, Tommy Hilfiger, Chanel, Dior und natürlich Karl Lagerfeld. Vitamin Das habe ich vergessen. Calvin Klein auch noch Ah, Kevin, natürlich. da gibt's Ja, auch noch. ja. Ja. Und da gilt dasselbe, ne? Also von den Ja, Größen her, was wir. Ja, haben wir okay. alles Ja, Mögliche. perfekt. Es gibt Perfekt. davon auch normale Größe und Oversize Ja, wieder, weil das okay. zeige ich gleich von anderer Seite, Alles klar. weil diese Seite Ja. normale Größe, bisschen slim fit, Ja. aber das gleiche habe ich auch da hinten, wenn du zeigen kannst, Komm mal hier. bitte, oder gleich. Ja, warte. Wir gehen Ja. einmal rum. Seht ihr das besser? Erstmal diese Seite, Sven, bitte.
Ja, im Herbst auch noch. Also ich denke, wenn das im Juni noch da hat, also im Natürlich, Herbst, aber natürlich. ne, wie gesagt, es kommt immer wieder was Neues rein, Ja, also das ne, gleiche keine Sorgen. ganze Jahr durch. Ganze Saison habe ich, was man hier sehen, weißt du, was wir gerade gezeigt haben. Ganze Saison habe ich alles und alle Größe. Perfekt. Das kriege ich immer wieder. Genau. Ja, das funktioniert sowieso, muss so funktionieren, weil wenn wir im Sommer oder im Herbst nicht mehr haben, weil Herbst ist für uns richtige Zeit, weil kommen viele Urlauber mit Kindern und so im Herbst und schöne Zeit, weil nicht so warm ist, weißt du? Genau. Wie ich gemeint habe, das gleiche Machart wie hinten, aber das ist etwas Oversize-mäßig, etwas Leger-Schnitt. Ja. Also sind auch alle Marken dabei. Genau, wieder Louis Vuitton, Tommy, Dior, Karl Lagerfeld, alles Mögliche ist da. Und Ihr seht, also natürlich. es gibt auch jede Menge andere Farben, also ein paar da jetzt stehen, aber ne, einfach fragen, Genau, jeder hat einfach was Neues Fragen zu bei bieten. mir, dann kann ich mal gerne helfen auch. Die Farbe, Größe, kein Problem. Und ich habe natürlich nicht nur mit Glitzerware und wenn man diese Seite anschaut, natürlich etwas schlichtere, wenn man schlichte Sachen mögen oder T-Shirt mögen. Hier auch noch natürlich für Frauen, auch etwas schlichter. Hallo. Hallo. Wie kann ich Ihnen helfen? Wollen Sie unser Geschäft ausschauen? Wir brauchen Herren. Herren, was? T-Shirt? Nein, Sweatshirt. Sweatshirt und so, bitte schön. Ah, Ja. super, danke. Kannst du mal mithelfen? Sven, jetzt zeige ich auch dieses Jahr, was ich früher nicht gehabt habe. Ja, gerne. Dieser Stoff hier. Das ist Sport-T-Shirt. Weil diese Seite habe ich nur Sportsachen. Aber als T-Shirt habe ich früher nicht gehabt. Das ist eine Klimakool-T-Shirt. Auch für Frauen. Für Männer habe ich sowieso, das zeige ich auch gleich. Aber für Frauen habe ich seit langem nicht gehabt. Jetzt habe ich wieder. Und mehrere Farben. Von Marken habe ich von Adidas, North Face und Nike natürlich. Und dazu passende Hosen, Jacken, alles auch dabei. Also für die Fitness machen, auf alle Fälle auch Ja, bitte. viele machen sowieso. Ja, genau. Deswegen, sowas braucht man auch. Und leider in Deutschland etwas teuer, solche Sachen. Ja, das stimmt. Deswegen, das ist aber gleiche, genau wie man auch einkaufen gehen bei Nike, kriegt man das gleich. Das ist genau Klimakool, auch Luftung überall. Perfekt. Das ist genau gleich, wie man auch in Deutschland kaufen soll, weißt du? Und wenn man hinten anschaut, natürlich Fußballtrikot, weil dieses Ganz richtig Jahr zur EM. EM. Ja, genau. Ja. Onlar yedi yüz elli TL efendim. Eyvallah. Dieses Jahr EM, deswegen Fußballtrikot haben wir auch natürlich fast alles, auch Also gibt Deutschland auch, sowieso. genau, gibt auch so Pinke. Zuschauer-T-Shirt. Ja, aber ne, dass ich das nicht bewahrheitet, aber ne, auch das steht ja hier. Keiner Scherz am Rande muss sein. Genau. Zeig mal bitte auch andere Länder. Ja. Portugal, Frankreich, Italien, alles Mögliche ist Also da. gibt auch Frankreich. Länder, Ja. ne, also könnt ihr hier auch kaufen. Wie gesagt, Entschuldigung, Türkei habe ich auch natürlich. Weil Türkei auch EM Ja, dieses ganz, Jahr. ganz wichtig, ne? Also ich bin mal Ja. gespannt. Ich hoffe, wir treffen uns im Endspiel, aber ich, ne? Ich hoffe, aber ich ich glaube glaube nicht. nicht, dass Deutschland es schafft. Ja, Türkei auch nicht. Zu jung. Wir Wenn müssen sehen. vielleicht ein Jahr später. Jetzt zeige ich auch Männersachen. Warte ganz kurz, ich Ja, habe eine bitte Frage sehr. gekriegt, die T-Shirts. Ja, wie liegen die Klima cool. ungefähr, die Klimakool, wie liegen die so ungefähr vom Preis her? Endpreis 15 Euro. 15 Euro. Ja. Ja, also habe ich eben gerade gesehen, kam eben gerade über den Chat. Zur Lage sage ich nachher nochmal was, ja, damit ihr nochmal wisst, wie er herkommt. Natürlich. Da erzähle ich noch ein bisschen was drüber. Ja, Ja, das machen wir gleich im Abschluss nochmal. ja. Weiß der eine oder andere, kommt Das nochmal dazu und springt mal raus. auch, Klimakool-T-Shirt, habe ich auch eine richtig gute Fabrik gefunden in Istanbul. Da habe ich richtig selber einmal original gelassen und haben sie genau 100% selber gemacht für mich. Deswegen sage ich, das ist genau gleiche, wie man auch original einkauft. Auf alle Fälle. Ja. Ja. Jetzt zeigen wir auch Männersachen. Ja. Schreiben jemanden manchmal. Ja, genau. Ja. Perfekt, ihr beantwortet die Frage schon selber. Das Ach ist, so. so mag ich das. Ja. Hier, kommen Sie. Sven, für Männer auch natürlich etwas, viele mögen
bisschen schlichter Uni. T-Shirt, ja. Uni-T-Shirt. Mhm. Und habe ich dieses Jahr 10 verschiedene Material. Okay. Auch ein bisschen dünnere, auch etwas Baumwolle drin, etwas Stretch drin, wie man mögen. Okay. Ja, alles Mögliche. Das ist auch alles aus Istanbul. Wenn man auch Farbe mögen, ich habe fast 15 verschiedene Farben. Ja. Okay. Zum Beispiel solche Stoff, was man unten sieht, alles habe ich dieses Jahr bekommen. Das ist ganz weiche Baumwolle. Und wie gesagt, auch Luftung etwas. Das ist hilfiger, oder? Ja. Hilfiger, ja. Aber nicht nur hilfiger, gibt es auch gleiche Material auch von anderen Marken. Und hinter dir. Bitteschön. Das kostet 35 Euro. Möchten Sie auch einen? Ich hatte eine Jacke mitgenommen. Ja? Und so kalt, ja. Kannst du bei ihm zahlen mit. Also Leute, ihr seid klasse. Ja, Mustafa abi. Fragen, 35 alır mısın? Ja. Müssen wir aufpassen. Einen schönen Abend noch wünsche Ihnen. Ja. Danke. So gut. Und zeige ich natürlich diese Seite, habe ich Polohemden als Piqué. Piqué-Stoff natürlich nicht so weich wie die andere, aber hält immer ganz, leiert nicht. Deswegen sage ich Piqué. Davon habe ich auch mehrere Marken dieses Jahr. Moncler, Boss, auch hergestellt aus Istanbul. Jetzt zeige ich diese Seite anderer Polohemden, weil das ist ganz anderer Stoff. Das ist wie eine Leinsachen, aber ganz anderes, etwas Elastan drin. Wenn du auch 40 Grad anziehst, schwitzt du nicht. Das ist so eine Qualität. Und weicher Stoff habe ich das gemeint, auch einfarbiges. Aber natürlich muss nicht einfarbig sein. Ja, bitte. Ja. Und diese Seite, genau gleiche Material, habe ich auch natürlich ein bisschen Farbe drauf und so Motiv, etwas anderes. Bitte mach das. Sven, ich komme sofort, okay? Zeig weiter. Ben yemeyeceğim. Hangisi? Ben yemeyeceğim. Hangisi benim? Az olan ben. Köfteyle şey var tavuk. O zaman koyalım bak. Abi götür de koy da yarın yiyelim ya. Abi bir şey var biz yiyeceğiz. Tamam ben yemeyeceğim ben. Ich habe gerade gesagt, Mehmet manchmal verliert, deswegen guckt er so böse. Und wenn natürlich Mama und Papa etwas einkaufen, natürlich für Kinder haben wir auch Sachen noch. Ja, ich habe gesehen, du hast ganz viel Buntes. Erzähl mal ein bisschen. Ja, was. Auch. Ja. Dieses Jahr auch etwas farbige Sachen total hin, weil Kinder, Leute Kinder müssen Kinder sehen. Farben, ja, knallige Farbe. Ja, genau. Muss man auch sehen. Deswegen habe ich als Plover dieses Jahr extra Bestellung. Diese Farbe, solche Farbe habe ich gehabt. Natürlich als Jacken auch wieder so knallige Farbe. Bisschen reflektiert, weißt du? Ja. Deswegen habe ich das. Ja, das hier. Ah, okay. Das hier reflektiert. Auch gut für ein Herz. Ja, eben. Eben wenn man Schule gehen, ja. Wenn Kinder Schule gehen. Und Anzüge. Da habe ich aber Minimum 50 verschiedene Modelle. Ja. Auch für Mädchen, Junge. Kannst du auch hier zeigen, farbiges. Also ja. Gibt es in jeder Variation, also auch wieder für jede Größe. Wie ist das bei Kindergrößen? Was hast du dazu? Ab 86 bis 176. Ah, okay. Jahresjahr, ab 1 Jahr bis 15 Jahre ungefähr. Bis 15 Jahre. Ja, ja. Habe ich die Sachen als Anzug und T-Shirt, Polohemden, alles Mögliche. Ich wollte auch noch also was zeigen. Kann ich dann ja noch einkleiden, weißt du, ne? Genau, kann ich. Sven, dieses Jahr habe ich noch einen Stoff gefunden. Kannst du einmal anfassen, bitte? Ja, genau. Das ist dickere Stoff. Ja. Reine Baumwolle ja. Und dickere Stoff. Diese Stoff haben wir aber nur Oversize gemacht, ja. Wieder. Ja. Männer.
Kannst du mal auch gleich zeigen, warte, wegen Marken. Vor, der hat so einen Aufdruck, der ja. Klebt beim Waschen ab? Oder Nein, das ist überhaupt nicht. Ja, okay. Was du siehst, alles bleibt auch nach 10 Waschen, nach 20 Waschen, kein Problem gewesen. Wirklich kein Problem. Okay. Wenn irgendwas wäre, das gefällt mir nämlich auch. wenn irgendwas wäre, weißt du auch selber, kann ich auch nächstes Jahr umtauschen. Okay. Weil ich habe mit Fabrik genauso gehandelt, okay. Weißt du? Ja. Wenn für meine Kundschaft, wenn ich was verkaufe zum Beispiel, zweimal waschen, wenn irgendwas Probleme wäre, kann ich sofort ein neues geben oder was anderes geben. Das super. Ist überhaupt kein Problem. Ja. Nee, habe ich ja. 10-mal, 20-mal gemacht ja. Schon. Nein, ich frage für mich selber, ich finde das ziemlich gut. Ah, das ist super. Das habe ich weiß auch noch für dich. Sehr gut. Du trägst auch gerne helle Sachen, ja, weißt genau, du? Genau. Genau dieses Stoff habe ich ungefähr 20 verschiedenen Modelle. Bis Kassa habe ich genau. Dieser Stoff alles und aha. Markenmäßig habe ich so Balenciaga, Off-White, Louis Vuitton, Balmain, habe ich ein bisschen hochwertige Arbeiten und auch teure Sachen leider in Original, ja. Deswegen habe ich es so gemacht und dass ich vorne gezeigt habe, Entschuldigung, oh, mach doch nicht, lass jetzt, einfach jetzt runter. Ich habe ja von den Laden ruiniert. Ja. Lass einfach runter, kein Problem. Oh. Warte. Dass ich... Das wieder ordentlich jetzt. Ach, danke. Wenn ich nochmal klar kriege, dass ich gerade vorne gezeigt habe für Frauen die Klimakohl-Sachen, habe ich auch für Männer. Und dieses Jahr für Männer haben wir Neonfarbe auch gemacht. Ja, cool. Weil bei ja. Sport, wenn man auch früh Sport gehen, ein bisschen ja. Dunkel zum Beispiel, ziehen sie gerne solche Farbe an. Deswegen haben wir dieses Jahr etwas Farbiges auch gemacht. Weißt du, auch blau da hinten. Das ist also auch gut. Ja. Und auch alle Größe, bis 4XL habe ich die. Ah, okay. Ja, ab ja. S bis 4XL habe ich. Sehr schön. Ja. Und diese Marken natürlich, und wie unsere Marlboro, das ist Tommy Hilfiger, mögen viele. Ja. Und dieses Jahr habe ich richtig Stoff ohne super gemacht. Kannst du einmal anfassen, die gelbe bitte? Oh mein Gott. Ja. Ja. So weich. Ja, der ganz, ganz weich. Ja. Und jugendliche Marken, wie ich gesagt habe, Off-White. Also für mich jetzt. Natürlich, habe ich genau an dich gedacht. Off-White habe ich dieses Jahr mehr als genug. Und ich zeige noch eine Sache, bitte. Weil die gibt es bei euch auch. Zurzeit Hammer. Das sind die neuen, ne? Das sind die ganz, ja. Ganz neuen. Diese zwei und Live-Fest. Live-Fest aber bei euch auch nicht so teuer. Ja. Aber Live-Fest ist bei mir original, muss ich sagen. Das ist nicht limitiert. Okay. Kannst du einmal anfassen, die schwarze ja. Bitte? Ja. Das ist ganz, ganz anderer Stoff. Und die heißen, ich kenne die Marken, die Schalam, oder? Ja, ich kann dir nachher sagen, weil jemand hat das heute ja. Gesagt zu mir, ja. Aber habe ich vergessen wieder. Ja. Alter gut. Mann! Vielleicht, siehst du doch, vielleicht aber, ja, genau, dann sagst du das, ne? Und natürlich Pegado. Pegado auch nicht limitiert, muss ich sagen, haben sie auch. Pegado produziert viele in Istanbul, original, nach Europa auch. Da habe ich das gekauft, auch original. Auch Stoff kannst du, ja. Kann man hier kommen bei mir und anfassen. Das merkt man sofort, ja. Weißt genau. Du? Wie ist das? Die dürfen das anprobieren, ne? Die natürlich. Das, ja, genau. Bei mir, wie ich gesagt habe, Ruhe. Erstmal Ruhe. Anschauen. Wenn man was will, sowieso frage ich erstmal, falls Hilfe brauchen, Bescheid sagen. Genau. Dann sagen sie sowieso Bescheid zu mir. Und kann man auch Ruhe probieren. Und weißt du, anschauen, fragen, alles kein Problem. Sowieso bei mir. Ja. Und das ist nicht nur in die Kamera reingesagt, das weiß ich. Nein, du kennst ja, mich genau, doch, Sven. Genau. Ihr werdet ja wirklich in Ruhe gelassen, also ihr könnt ganz in Ruhe gucken. Es bedrängelt euch keiner und das kann ich euch wirklich hier mit wahrem Herzen sagen. Also, Dankeschön, ja, nein, Dankeschön. Ja. Danke. Jetzt haben wir fast alles gezeigt, Sven. Okay. Ja. Ja. Jetzt kannst du, wenn du willst, auch draußen eine Runde machen. Hast du schon gemacht? Hab ich schon gemacht. Ja, das ja. Ist super. Ja. Danke vielmals. Gerne, gerne. Dankeschön ja. Für Video. Sehr gerne. Ja. Und wenn jemandem was fragen, danke vielmals. Genau. Sehr gerne. Dankeschön. Wenn jemandem was fragt, weißt du doch, wenn gleich schreiben und so. Ganze Sommer durch bis Ende Herbst. Wir sind hier. Mit jedem Modell, was man hier sehen kann.
was wir noch nicht gezeigt haben. Hast du schon Musikgruppe auch gezeigt vorne? Nee. Ja, bitte. Nicht. Harley und Musikgruppe. Weil das ist auch sehr wichtig. Dieses Jahr habe ich ganz viel mehr, weil zeig mal auch oben. Bis da hinten bitte, okay? Ja. Nee, ich musste nur gerade lesen, du hast gerade ein Kompliment gekriegt, also es ist wirklich gut. Hat Angelika gerade geschrieben. Also. Danke. Dankeschön. Ne? Also es ist mal schön, wenn das auch von anderen hört, ja, dann muss ich nicht so viel erzählen. Siehst du, ich habe heute so viel erzählt. Genau. Aber das habe ich auch vorher schon gedacht, muss ich ehrlich sein. Ja, genau. So, wir wollten aber nur eine Glitzerhose zeigen, ne? Das darf man nicht vergessen. Wie bitte? Eine Glitzerhose wollten wir. Ja, das machen wir, weil zu Tanja bringe ich jetzt ein T-Shirt. Aber jetzt, wenn, was zu den Motorheads? Hier habe ich fast alle Musikgruppen. Ja. AC/DC, Nirvana, zum Beispiel Totenhose, Böse Onkel, Motorhead, alles Mögliche ist da, weißt du? Und Harley T-Shirt, als Harley T-Shirt, habe ich Minimum 25 verschiedene Modelle. Okay. Und sage ich mal so, ab M bis 80 XL. Ja, also für die Kamera unter euch, ihr seid ja zum Beispiel. Jetzt bringe ich zu Tanja eine Glitzer T-Shirt, passende Hose gebe ich, dann zeigen wir das auch einmal, okay? Ja, bis nachher. Kommen Sie klar, hallo. Noch nicht, ich war am Spiegel. Ja. Kannst du mal da hinten einmal schauen, bitte? Ganz hinten rechts. Wie geht's dir? Gut. Super. Hä? Die Hose ist super. Das hört sich gut an, das ist wichtig. Ja, das hört sich sehr gut an. Ich komme, Schatz. Ich bringe die Sachen. So einen großen Baum hier, ja, und an dem Baum sind so 20 Meter, dann bist du ungefähr, wo es ist. So, jetzt gucken wir mal. Ich bin ganz gespannt, ob die Mondschau schon vorbereitet ist. Ich kriege jetzt gleich ein Zeichen hier. Solange muss ich mit euch noch ein bisschen Smalltalk machen. Ne? Und ihr habt auch hier die Möglichkeit, es geht noch ein Stück weiter, diese Einkaufspassage. Ich finde das hier sehr gemütlich. Ja, ist nicht so wie Kumkö oder ist nicht so wie Siede direkt. Ja, aber hier wirklich vor Ort, also ihr könnt die ganzen Läden, die hier die Straße rauf und runter sind, ja, die könnt ihr wirklich getrost nutzen. Ja, wir gehen gerne beim Bühlentier einkaufen, das ist ein Freund von uns, ja, deswegen machen wir hier auch ab und zu mal ein Video für ihn. Aber ihr habt ja ganz viele Sachen, ja, ihr könnt hier Ausflüge buchen. Hier vorne ist eine Apotheke noch und ganz viele andere Sachen, also auf alle Fälle immer ein guter Tipp, wenn ihr mal hier seid. Nee, das gibt's nicht mehr. Das haben sie dicht gemacht. Also letztes Jahr war es noch einmal kurz offen und da hatten wir schon gerätselt, na, schaffst du den Winter? Und nee, haben sie nicht geschafft. Also hier kommen jetzt so neue Geschäfte rein. Ja, hier ist ein Schuhgeschäft, ein Supermarkt und ganz hinten wird noch ein Klamottenladen eingebaut und ich denke, die werden da noch so ein kleines Zelt oder ein paar Ständer hinbauen. Aber wie gesagt, daran könnt ihr euch nicht mehr orientieren. Ja, macht's ganz einfach, nehmt da oben das Dream Outlet, ja, oder das Medas Hotel, hello! Ja, und dann kommt ihr hier wirklich ganz gut hin und kommt in diesen Laden. Ja, 2021 ist ein guter Stichwort, also Bühne knurrt immer, ja, wir müssen mehr Neues kaufen, da sage ich, Mensch, dein altes Zeug geht noch gar nicht kaputt, ja, warum soll ich mir was Neues kaufen? Ja, als Mann bist du da so ein bisschen pflegeleichter, als Frau brauchst du natürlich neue Klamotten, ganz klar. Ja, als Mann wird das Zeug ein bisschen aufgetragen und leider hält es auch ziemlich lange.
Ja, deswegen fällt es mir dann auch mal auch schwer, mich von diesen Dingern zu trennen. Aber ja, das ist halt so. So, jetzt gucken wir mal, ob wir noch. Ich hab erstmal deine Frau ein bisschen schick angezogen. Also jetzt nicht auf die Schuhe. Wie ich gezeigt habe von Trenchcoat, habe ich das von Burberry als T-Shirt und sehr tolle Hosen. Ja. Das zeige ich mal von hier einfach. Bevor du weiterlässt, ich muss mal einmal ganz kurz gucken, ob du noch online bist. Entschuldigung. Ja, das sieht gut aus. Ja. Wir haben ein neues Mikro, deswegen müssen wir mal ein bisschen gucken, ob das auch noch wirklich online ist. Das mache ich mal so. Trenchcoat, passende Hosen und T-Shirt. Natürlich, das ist von meinem Geschmack einfach, habe ich das gemacht. Aber das sieht richtig gut aus, sieht man schon weiter, ja. Sehr gut. Super. Ja. Und jetzt zeige ich einmal auch von... Du bist schon voll ausgerüstet. Aber... Ja, dann musst du natürlich auch ausziehen. Ne? Dann kannst du locker über den... Locker hinten drüber, jawohl. Jo. Tanja, was für eine Größe hast du gerade gehabt? Super. Jetzt ist er öffentlich. Genau. Sobald ja, das kann sein, wir bringen das Mikro zurück, deswegen kann es sein, dass du ab und zu mal mich überwühlen hörst. Kann sein, weil ich manchmal auch Türkisch rede. Ja. Also mit Kollegen habe ich gerade Türkisch geredet. Ja, ja. Da habe ich ja vorhin gesagt, also seine Frau hat angerufen, er muss ja nach Hause bringen, das Essen ist fertig. Ne? Also da sind wir noch beim selben Thema. Genau. Sick, ob es denn einen Pink gibt, weiß ich nicht. Das kann ich dir nicht sagen. Aber das könnte der Sven, weißt du doch das Wort Happy Wife, Happy Life. Happy Life, genau. Weißt du doch. Deswegen bei dir oder bei mir, egal. Ja, ja. Also es ist international. International, genau. Natürlich, wir müssen auch ein bisschen ordentlich machen, sonst sieht das leider nicht so schön aus. So, in der Zwischenzeit wird ja noch ein bisschen umgestaltet. Ja, wenn ich hinter mir die Tür höre, dann blende ich wieder um. Ich hoffe, ich krieg's nicht in den Nacken. Aber weil, dass ich gleich eine Hose und T-Shirt gebe, passende Jacke von Louis Vuitton und Gucci, das sieht auch gut aus. Ja, sehr gut. Ja, gleich zeigen wir. Genau. Die T-Shirt ein bisschen oversize-mäßig, aber das musst du einmal so machen, oh, zeigen, bitte. Aber nur von vorne. Da, was? Speckrolle. Meine Worte aufgelegt, ich muss nur die Schokoladenseite zeigen heute. Genau. Und kann man hier auch offen, wenn man auch ein bisschen locker machen mögen. Ja. Ich muss sie aber einmal drehen, das Bild habe ich gesehen. Ich habe aber keine Ahnung, wie er gemacht. Sieht man das überhaupt? Das sieht man gar nicht. Ja, weil Ton zu Ton gemacht, deswegen ja, sieht man kaum. Aber ansonsten Glitzer ist drauf. Jetzt gebe ich einmal Pep. Einmal Pep. Ja. Aber die sind schön. T-Shirt ist schön. Das ist schön. T-Shirt nicht? T-Shirt uninteressant, ich brauche Hose. Nix nach Kerl, sagen sie, wenn wir hier rausgeschmissen. Super schön. Schöner Stoff, schön weiß. Das mache ich nie. Super Stoff, schön weich, aber die Hosen sind Burner. Ja, da muss aber ein Stück ankommen, sonst ne, gehen wir ein Stück ans Mikro. Dann, ich ziehe jetzt alles an. Ja, genau. Ja. Oh. Ja, und schon sind wir im Geschäft. Ich gehe einmal Wolf, zum Kundschaft. Du musst verzeihen, der Bühlend hat mein Mikro. Ja, ja. Also ich hoffe, ihr kriegt das mit hier so einigermaßen. Ja. Ja. Ich komme gleich, okay? Servus. Hallo, erstmal, wie geht's Ihnen? Wenn du die richtige Jacke für mich hast, geht's mir gut. Er möchte die gerne haben in groß, aber gibt's nirgendwo. Diese Farbe geht bis 3XL. Ja. So, sonst hat er nämlich gleich die Kunden mit drauf. Ich unterhalte euch ein bisschen, ja, in der Zeit, wo hier gerade umgezogen wird. Und Rolf, so, jetzt hörst du mich auch, glaube ich, ja. Hoffe ich zumindest, dass er jetzt wieder tut. Ja, wir haben es wirklich mal heute mal ein bisschen ausführlicher gemacht, weil ihr wisst, in der Türkei Läden gezeigt werden viele, aber wir fühlen uns ja wirklich wohl und die sind wirklich witzig, ja, und du kannst mit denen hier wirklich jede Art von Scherz machen. Und es ist immer schön, hier zu sein und heute haben wir wirklich mal Zeit, mal hier ganz in Ruhe drüber zu schnacken.
Ja, ich habe auch noch ein Mikrofon mit, deswegen müssen wir heute ein bisschen hin und her machen hier. Ne? Und ihr seht, jetzt haben wir die nächste Variation. Das ist auch wieder, was ist das, Tanja? Louis Vuitton Hose, ja, mit Louis Vuitton T-Shirt, mit Teddybär. Ja, und meine Frau gefällt es. Ja, wie fühlt es sich an? Erzähl mal. Ja. Super weich. Einmal Mikro nehmen. Also die Hose ist total weich, angenehm auf der Haut. Davon nehme ich gleich mal zwei Stück mit nach Hause. Okay, das hatten wir jetzt nicht abgesprochen. Das gehört jetzt nicht zum Video. Na, aber gehört auch dazu. Na. Ja, na, also sie nickt, weil meine Frau nickt, ist sie auch zufrieden. Und wie gesagt, ihr könnt es ganz in Ruhe ausprobieren hier. Das ist ganz, ganz wichtig. Also zieht es an, probiert es an. Ja, und guckt es euch auch richtig an. Und wenn es euch nicht gefällt, der Bühlen zeigt euch auch offen die Meinung. Das ist also auch, gehört dazu. Und ne, der hat wirklich einen Blick für Größen. Das ist unglaublich. Also ich habe da überhaupt keinen Blick für. Ja, aber er findet immer die richtigen Größen, egal wie groß, breit, ne, schmal oder klein ihr seid. Also das ist immer, immer eigentlich genial hier. Und deswegen fühlen wir uns auch so wohl. Ja, und ihr seht, ihr werdet auch hier ganz locker beraten. Ne? Also er macht auch mal zwei gleichzeitig. Das ist überhaupt kein Hexenwerk hier. Ja. So, jetzt weiß ich nicht, was als nächstes kommt. Ich glaube, jetzt musst du so ein Kleid nochmal anziehen, Tanja. Ja. Ja. Ne? Herr Willen hat gerade gesagt, das sieht echt gut aus. Also, ne? Ja. Ja, Tanja, ich soll dir sagen, von Holger, du siehst gut aus. Ja, also, ne? Ja. Ne? Ja. Ne? Danke schön. Kriegst du kein Herzchen von mir? Zwischendurch auch arbeiten. Weißt alles du gut, aber alles von gut. Mir kriegst du ein Herzchen, ja. Genau. Ja. Ja, und so gibt es noch viele, viele andere Sachen. Ne? Ich weiß nicht, ob er noch was zeigen will. Ob wir noch so einen Bläser ausprobieren wollten, das weiß ich jetzt nicht mehr. Ansonsten, ja, wir sind jetzt bei einer guten Stunde und ich denke, ihr habt mal so einen wirklich einen guten Eindruck gekriegt, warum man hierher gehen kann und sich einfach wohlfühlt. Und auch wenn Tanja jetzt gerade ganz grimmig guckt, sie überlegt jetzt gerade, wie sie mich überredet, dass ich ihr das kaufe, glaube ich. Shit. Eigentor. Ja, gehört dazu. Und ne, ist also wirklich ein toller Laden. Wie gesagt, wir sitzen hier ganz gemütlich und sind wirklich gerne hier, gehen hier gerne mal nach dem Abendbrot hin. Und ihr kommt hier relativ einfach hin. Also wie gesagt, Melas, Himera aussteigen oder auf der anderen Seite das Streamworld Einkaufszentrum. Die Straße links runter, ungefähr so 100 Meter, 200 Meter. Dann seid ihr da. Orientierung ist so großer Baum, ja, großer grüner Baum, ja, Alitaschen. Und dann noch ein Stückchen weiter, dann seid ihr bei Bülent. Nee, das ist etwas, was wir hier nicht tun. Ja, also der Bühnen ist ein Freund von uns. Ja, und deswegen filmen wir hier ganz gerne. Ja, und wir filmen hier nicht, um einen Rabatt zu kriegen oder sonstiges. Um Gottes Willen nicht. Ja, ich sag dem Bühnen immer, ich bin froh, wenn du über den Winter wieder hier bist. Ja, ihr habt es ja vorhin mit dem Cheops-Restaurant gesehen. Das gibt's nicht mehr. Ja, und ich bin wirklich froh, wenn meine Freunde hier noch da sind, wo ich gerne bin, ja, oder gerne einkaufe. Ja, und das ist eigentlich das Ansinnen, warum wir das auch diese Werbung hier machen. Ja, nee, ist alles gut, Melli. Ja, ich will's nur wirklich sagen, ja, wir machen das auch bei anderen wirklich nur dafür, dass wir wissen, dass sie wieder da sind. Und das liegt uns wirklich am Herzen. Ja, es gibt andere, die hier filmen, ja, die machen das für Provisionen und das machen wir also um Gottes Willen nicht. Ich will dieses herzliche Gesicht sehen hier und ne, den Bülent begrüßen und ihr seht, ne, noch ein Stammkunde, ja, so ist das hier, so wirst du hier begrüßt, wenn du hierher kommst, ja, und das wollen wir uns erhalten, ja, und diese Herzlichkeit, die kann man nicht kaufen und das ist etwas, was uns wirklich am Herzen liegt. Ja, ihr hört es, meine Stimme wird jetzt auch ein bisschen müde. Ich würde sagen, wir beenden das Video jetzt hier an der Stelle. Nein? Kommt noch einer? Ja, ah, es kommt noch einer. Okay, gibt noch eine Zugabe. Ja, da muss ich jetzt noch ein bisschen improvisieren und ein bisschen was dazu sagen. Ja, siehst du, und ne, daran erkennst du, dass du ne, hier auch wirklich herzlich willkommen wirst. Ja, die Leute bringen auch mal ein Präsent mit. Ja, und das ist für mich immer ein Zeichen der Herzlichkeit. Ja, und ja, das ist sein Lieblingsgetränk, sehe ich gerade. Ja, da freut er sich ganz besonders.
Ja, und na, das ist wirklich schön. Also bei uns ist es ein bisschen hier wie bei Freunden einkaufen und das ist uns hier besonders wichtig. Ja, und deswegen machen wir das auch hier. Ja, und stellt sich dann ja auch mal als Model zur Verfügung. Ja, also sehr gerne. Ich freue mich auch. Ne? Ja, ne? Ja. Ja, und Wellen auch. Das dann, ja. Genau. Ne. Ja, so ist das. Und ne, wir machen jetzt aber noch eine Zugabe. Ja, mal gucken, ob wir das noch hinkriegen. Ja. Wir wollten eigentlich in so eine halbe Stunde machen, jetzt sind wir schon bei einer Stunde, aber ich sehe es auch von den Zuschauern, es macht euch scheinbar ein bisschen Spaß hier. Und ich hoffe, ihr genießt die Videos ein bisschen. Ja, und mir ist immer ganz wichtig, wir machen halt ein bisschen drumherum, Spaß ein bisschen drumherum. Ja, aber es hat natürlich auch einen Hintergrund, dass hier die Leute natürlich ein bisschen Geld verdienen wollen, ganz klar. Ja, aber wir freuen uns auch. Ja, und das tun sie auch. Ja, man sieht das, man trifft immer wieder bekannte Gesichter hier. Und viele Stammkunden, das passt heute perfekt zum Video. Ja, passt perfekt zum Video. Und viele, die einmal waren, kommen wirklich wieder. Und die sagen immer, Mensch Sven, warum zeigst du nur dasselbe? Ja, wenn du einmal hier warst, wenn du dich einmal hast beraten lassen und wenn du zufrieden bist, dann kommst du auch wieder, auf alle Fälle. Und das ist etwas, was wir hier genießen können. Bitte, kein Problem, ich drehe die Kamera. Keine Angst. Ja. Ja. So, jetzt weiß ich nicht, wie es weitergeht. Ja. So, und jetzt gibt's nochmal Tanja Versace oder Louis Vuitton? Ich weiß es nicht. Gucci. Gucci. Sag mal, Gucci. Ja. Gucci Jacke. Passend dazu. Warte, jetzt muss ich wieder aufstehen. Sonst seht ihr das nicht. Ich habe extra die Jacke gegeben. Normalerweise zum Louis Vuitton passt Louis Vuitton passt das nicht, aber ich gebe gleich eine Gucci Hose noch dazu. Ja, okay. Passende. Ich wollte einfach die Jacke zeigen, weil das gleiche habe ich auch noch eine Lenkes. Bitte schön, so, zieh mal bitte an. Genau. Hier wird nicht und nachher, wenn sie das probiert, gebe ich auch passende Rock habe ich eine. Richtig, sehr gute Rock. Das sieht auch bestimmt gut aus. Gut. Gefallen auch bestimmt viele. Jetzt muss ich weiterarbeiten. Alles klar, ja, ich muss wieder ein bisschen sammeln. Ne? Aber es ist, du siehst, die sind nochmal in Action hier. Ja, also das ist hier nie langweilig. Und ich setze mich mal wieder auf die Männerbank und werde wieder abgeholt. So, wir warten jetzt einen kleinen Moment. Ihr dürft gerne Fragen stellen, also wenn da noch irgendwas, ich kann nochmal durchblättern hier, vielleicht habe ich irgendwas übersehen. So, kein Ton war wahrscheinlich oben. Silke, du hast eine Frage gestellt im Pink. Den Trenchcoat war das, glaube ich. Das und weiß ich nicht genau. T-Shirt wollte ich auch geben, aber das habe ich leider nicht. Deswegen machen wir so. Machen wir zu. Eine weiße T-Shirt runter. Und sehr tolle Gucci-Hose. Bisschen Glitzer drauf, weil das muss auch... Warte, ich habe noch so kurze Arme. Du musst das Mikrofon halten. Ja, Entschuldigung. Und weißt du, wenn man das... Wenn du das Tageslicht bist, das glänzt ein bisschen. Diese Sachen innen drin. Sieht richtig gut aus. Und was ich noch zeigen wollte, genau die, Tanja. Weil das ist genau dazu passende. Ja, bitte. Ja, weißt du, wegen Zoll, sage ich mal so, wenn du gleiche Sachen, 8 Stück, 10 Stück mitnimmst, gleiche Sachen, genau aussehen gleiche, dann hast du Probleme. Aber wenn du deine Größe oder ein paar Sachen davon eine mitnimmst, dann hast du keine Probleme mit. Und das kann ich so bestätigen. Also ihr habt 34 Euro habt ihr frei und also nur wenn ihr damit handeln würdet, dann hättet ihr an der Stelle Probleme. Also das ist ganz richtig. Verkaufen würdet. Ja, aber ne, dann macht ihr denn die Bühne Konkurrenz, das könnt ihr natürlich nicht machen. Genau so. Alles klar.
So, ja, ich hoffe, ihr habt das verstanden mit dem Zoll. Ja, also grundsätzlich so, du hast eine Einfuhr-Freigrenze von 430 Euro. Und bei Klamotten guckt aber keiner so genau drauf. Also es ist immer so, wenn ihr mehrere Stücke mitnehmt und die vielleicht verkaufen wollt in Deutschland, dann habt ihr wirklich Probleme. Ansonsten kommt ihr reibungslos für den Zoll. Ja, lasst euch auch nichts erzählen, Schilder abschneiden oder ähnliches. Also der Zoll ist da in Deutschland relativ clever, aber alles, was ihr für den Privatverkauf oder Privatgebrauch mitnehmt, da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Das ist ganz, ganz wichtige Info, denke ich. Ja, und dass ihr da Bescheid wisst. Ne? Und das gilt für alles. Also, also 34 Euro für alles, was ihr einkauft, ob das Souvenirs sind, ob es Klamotten sind, ob es Goldschmuck ist. Ja, und da solltet ihr darauf achten. Ja, jetzt haben wir die nächste Variation hier. Ja, so, jetzt brauche ich aber einen Experten. Ich kann dazu nichts sagen. Tanja, erzähl mal ein bisschen, wie es dir gefällt. Ja. Ja, ist ganz angenehm. Weich. Einmal drehen, bitte. Leichter Faltenrock für den Sommer. Ja. Was ist das, Gucci oder? Gucci. Ja, das ist Gucci jetzt. Ja. Das ist hier so ein Kostüm von Gucci. Ah, okay. Ja. Sehr angenehm. Trägt sich gut? Ja. Das Richtige für den Sommer. Genau. Ja. Aber vielleicht möchte ja Bülent noch was hinzufügen. Ja, das machen wir gleich. Ja. Also, Holger macht einen Daumen hoch, es gefällt Ihnen. Ja. 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 Aber das machst du jetzt nicht wegen dem Winken, oder? Ich weiß nicht, was man gehört hat. Ne? Also Holger, ich hoffe, du hast es nicht wegen den Winken gemacht. Das macht Holger nicht. Da ganz unten war 36. Ja, so, ich glaube, wir machen jetzt auch langsam Schluss hier. Dann mal das Mikrofon. So, ich denke, wir beenden jetzt so langsam das Video. Ja, also Holger sagt, es sieht gut aus. Ja, also Holger, ne, als Frauenversteher weiß das. Ja, ne, ich weiß. Ne? Also Holger, ne, wir mögen dich. Ne? Wir sehen uns bald im Mai. Ja. So und ne, also ja, ich würde vorschlagen, ja, wir machen jetzt so langsam Feierabend mit dem Video. Wir sind jetzt quasi 71 Minuten. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen hier in der Bühne Boutique. Ja, vielen Dank beim Model. Ja, ne, wird nicht billig für mich heute Abend, glaube ich. Ja, und wir sagen nochmal vielen Dank für Bülent. Ja, also es ist ein netter junger Mann, der euch hier durch die Dings geführt hat. Ja, und nee, YouTube. Ja. Magst du noch einen Satz zum Abschied sagen? Dann, natürlich. Aber du kannst ruhig weiter einsehen, das macht nichts. Ja, alles gut, kannst du weitermachen, kein Problem. Ich gehe mal bei Tanja. Danke vielmals. Dankeschön zum Video. Und wie ich gesagt habe, können Sie bei mir kommen und Ruhe beim Einkaufen Ruhe anschauen. Mit Getränke, alles dabei. Und auch preislich mache ich, was ich machen kann. Und wenn man auch Grüße sagen von Sven Sportcheck oder von Tanja, mein Schatz, kriegen Sie sowieso Minimum 10-20% von mir. Dankeschön. Danke vielmals. Danke dir, Bülent. Ja, wir wünschen einen schönen Abend. Ja, mach's gut, ihr beiden. Tschüss. Schönen Abend. Tschüss.